Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr euch eine ziemlich coole Videosequenz erstellen könnt in Minecraft. So ein nettes kleines Filmchen, was wirklich sehr, sehr cool aussieht. Ja, und dann würde ich mal sagen, Film ab. Die kleine Videosequenz gesehen habt, würde ich euch jetzt zeigen, wie ihr sowas macht. Dazu benötigt ihr zwei Mods. Oder um genau zu sein, drei Mods. Das wäre einmal der, man sieht ja auch schon, das ist Camera Studio. Da, Camera Studio, habe ich mir das neu geholt für Minecraft 1.3.2. Und da braucht man auch noch Singleplayer Commons, damit man diese ganzen Kommandos eingeben kann. Und damit Singleplayer Commons funktioniert, oder was weiß ich, Camera Studio, braucht man auch unbedingt Modloader, denn ohne Modloader hat es bei mir nicht funktioniert. Ja gut. Das ist meine Systemtür, die ja auch funktioniert. Und da habe ich ja diese Videosequenz gemacht, so dass man die vordere Wand nur leicht durchscheinen sieht und trotzdem durchschauen kann. Man kann das für viele Sachen benutzen, zum Beispiel ein Haus oder so Redstone-Schaltungen. Sieht einfach cool aus und ja, jetzt würde ich euch einfach mal zeigen, wie man so etwas baut oder wie man so etwas macht. Gut, fangen wir einfach mal an mit diesem Camera Studio. Man sieht ja auch schon, man kann hier O drücken, haben wir dieses Zeug, da kann man viel einstellen. Ich werde euch jetzt nicht diesen ganz mal zeigen, denn der hat ziemlich viele Kommandos, nur die wichtigsten, was wir auch brauchen. Dieses Aufnehmen weiß ich nicht, wie man das jetzt macht, aber jo. Auf jeden Fall hier global Option, kann man Sachen einstellen, auf jeden Fall Toggle Option Screen mit O, kommt man dann nicht drauf, Sprache. Das Wichtigste ist nämlich hier, mit P kann man Shortcuts erstellen. Der ganze Rest ist eigentlich zwar sinnlos. Und ja, soweit ich weiß, man kann auch hier FPS anmachen, dass man die sieht. Habe ich ja gerade wenige, ich nehme gerade auf. Na gut, das ist jetzt mal nicht so wichtig. Auf jeden Fall, man kann mit Cam machen oder einfach auf die Taste P drücken. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. Wir müssen nämlich dazu zwei Videos erstellen. Da ich ja gerade aufnehme, geht es natürlich sehr, sehr schlecht. Und jo, dann werde ich euch einfach mal zeigen, wie man sowas macht. Also wir müssen jetzt irgendwie hier so durch die Gegend vorbeifahren und sowas. Na gut, jetzt fragt euch sicherlich, man könnte auch einfach hier von Hand zu aufnehmen und vorbeifahren. Das ist aber natürlich doof, das heißt nämlich, ihr fahrt jetzt einmal hier so lang, nehmt das auf, und wenn jetzt das zweite Mal von hier lang fährt und irgendwie verwackelt, dann sieht das nachher ziemlich komisch aus, dann, ja, das muss ziemlich synchron sein dafür, diesen Camera Studio Mod. Gut, fangen wir mal einfach irgendwo an, würde man sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier oben an, bleiben stehen und drücken einmal P. Points, P1, registered. So, da wo wir hinschauen, bewegt sich auch nachher die Kamera, das heißt, bewegt sie hier hin. Machen wir den nächsten Punkt. Machen wir jetzt mal hier hin. Das heißt, es bewegt sich so und dann dreht es auch so hin. Dann machen wir den nächsten Punkt, drücken wieder P. Hier hin. P. Hier hin. P. 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 Und das reicht eigentlich, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir uns hier so eine virtuelle Strecke erstellt. Die sehen wir zwar nicht, aber wir können sie entlang ablaufen. Dazu geben wir immer /cam am Anfang und dann Start. Ja, können wir auch noch also eingeben, wie lange, also in welchen Zeitspannen wir da lang latschen sollen. Ja, wir können sagen eine Sekunde, ein S für Sekunde, Second. Das wird ziemlich schnell. Man könnte sich auch mehr machen, zum Beispiel eine Stunde, 1 Hour, H für Hour. Oder was gab es denn noch? Ich glaube eine Minute, Minute, M für Minute. Ich würde mal sagen, wir machen 15 Sekunden. Dann machen wir das weg und los. Das da müssen wir wegmachen und jetzt läuft ihr hier ganz langsam lang. 15 Sekunden bis zum letzten Punkt. So, jetzt hätten wir hier das erste Mal aufgenommen. So, ich mache das am Schluss, nehme ich das nochmal extra auf. Das wäre dann das erste Mal aufgenommen. Das zweite Mal. Gut. Dann mache ich jetzt mal extra nochmal eine kleine Filmsequenz.
und nimm das auf. Also, ihr werdet nicht viel merken. So, das erste Mal, wo ich hier lang fahre und aufnehme, habe ich jetzt mal erstellt. Also eine separate Aufnahme. Jetzt wollen wir natürlich auch noch haben. Jetzt, wir haben jetzt hier die Wand aufgenommen. Wir wollen natürlich auch das dahinter sehen, das Redstone und alles. Dazu entfernen wir einfach die Wand. Ich bin hier gerade im Creative Mode. Geht es sehr gut. Wir hauen einfach die ganze Wand weg. So. Zack, zack, zack. Und versuchen nicht irgendwie das Redstone zu zerstören. Das wäre nämlich sehr doof für uns. Für mich. Damit geht die Tür nicht mehr. Habe ich viel Arbeit reingesteckt. Jo. Ich würde mal sagen, wir bauen den Sand hier oben auch weg. Schnell weg mit dir. Zack, zack, zack. Das machen wir einfach mal ganz weg. So, 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 so. Dürfen das alles abklotzen. Und ich mache mal wieder hell, dass man das sieht. Also das, ob das jetzt Tag oder Nacht ist, ist egal. Es sollte schon hell sein, damit man überhaupt irgendwas auf dem Video sieht. Müsst halt ein Aufnahmeprogramm haben. Oder ihr besorgt euch dieses Programm hiervon, was ich irgendwie nicht gefunden habe. Da gibt es ja, warte mal, stand hier mal. Da. Bitly Camera Studio. Ich habe es nicht gefunden. Ja. Wie man es installiert, ist auch ganz simpel. Einfach die Jar ziehen, Minecraft Jar und braucht Singleplayer. So. Hätten wir das hier gemacht, ich würde mal sagen, wir hauen die Wand jetzt auch noch ein bisschen weg. Damit man hier hinten auch noch ein bisschen lang sieht. Damit wir sehr viel von diesem ganzen Innenleben hier sehen. Hauen wir einfach mal alles weg. Ja, das geht sowieso kaputt, der Sand, wenn der runterfliegt. So. Jetzt sehen wir hier schon alles. Und jetzt zeige ich euch das mal schnell lang. Wir fahren jetzt einmal lang. Wir machen F1, dann geben wir einen Start. Falsch. Cam, Start. Und dann natürlich wieder 15 Sekunden. Und ich habe mich vertippt, sehe ich gerade. Dann kommt ein A hin und das kommt weg. So, Cam, Start, 15 Sekunden und zack. Jetzt fahren wir hier lang und sehen, dass hier alles offen ist. So. Dann braucht ihr halt nur noch ein Videobearbeitungsprogramm. Ich würde sagen, Windows drauf geht es nicht. Ich weiß nicht, ob es mit Windows Movie Maker von XP geht. Das kann ich euch jetzt nicht direkt sagen. Aber auf jeden Fall, es gibt einige Programme, mit denen sowas geht. Also, wir sehen uns gleich in meinem Programm, wo ich euch dann zeige, wie ihr diesen Effekt dann hinbekommt. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier in Magic Music Maker. Und ja, jetzt werden wir die Videos bearbeiten. Also ganz wichtig, ihr braucht auch so ein ähnliches Programm, was genau das kann, was ich jetzt auch machen werde. Zum Beispiel, was weiß ich, Sony Vegas oder Camtasia Studio. Ich weiß nicht, ob der Windows Movie Maker von XP das machen kann. Auf jeden Fall der Windows Live Movie Maker kann so etwas nicht. So, dann habe ich hier schon mal die zwei Dateien. Das sind die Videos und das sind einmal die Dateien mit der Mauer und einmal ohne die Mauer. Da wir ja hier die Audiospur nicht brauchen, tun wir das einfach hier auseinander, entbinden und dann zack. Fällt gerade noch ein Windows, wie nennt sich das nochmal? Magic Movie Maker könnt ihr natürlich auch nehmen. Ist egal. Hauptsache so ein Programm. Also jetzt müssen wir das so richtig hinmachen, so dass es am Anfang ist. So, da fängt schon an. Da, zack. Das gleiche hier auch. So, und dass es so ziemlich am Anfang ist. Wie ist das hier mal? Genau. Da müsste es jetzt hier so ziemlich passen. Und ja, so dürfte das jetzt ziemlich gut passen. Also, ja, dann hoffen wir mal, dass es schön synchron ist. Ah, es hört nicht gleichzeitig auf, sehe ich hier. Es hört anders auf. Naja, wir können es mal gucken, wie das aussieht. Ah, es ist sehr verschoben. Das ist doof. Jetzt weiß ich zwar nicht, was verschoben ist. Ach genau, oh. Da. Das ist, fängt zu früh an. Das ist falsch. So. Fängt zu früh an. Muss man halt ein bisschen rumfriemeln, sodass die Aufnahmen ganz synchron sind. Das dauert halt etwas. Muss man ein bisschen Geduld haben. Hatte ich, musste ich auch machen bei dem einen Testaufnahmen.
Jetzt. Ah, passt, aber. Nass. Sind, glaube ich, noch. Das geht schon. Das ist da und das ist schon ein bisschen weiter rechts. Minimal. Ah, so minimal geht das, glaube ich, gar nicht. Ich will ein bisschen heranzoomen. Ganz wenig. So. Fängt das hier so an und das. Das ist weiter weg und das ist auch schon näher. Upsala, jetzt habe ich das hier geöffnet. Ich meine, da müsste jetzt halt ein bisschen rumfriemeln. Mach jetzt mal hier auf fit. Und ziehen das hier hin. Und natürlich das hier ohne das Ding. Mach mir. Das passt eigentlich schon. Man sieht hier, man kann die verschiedenen Spuren kann ich ausmachen. Jetzt habe ich beide ausgewählt. Natürlich ganz doof. Jetzt sieht man das nicht mehr und jetzt kann ich das hier leicht einblenden lassen. So. Ich würde mal sagen, so sieht es ganz cool aus. So mehr oder weniger. Ich kann es auch ein bisschen mehr einblenden lassen. Ja, aber so sieht es ganz cool aus und somit hätten wir eigentlich das Video hier gemacht. Ich werde das jetzt noch schnell abspeichern und dann füge ich es nochmal am Schluss ein. Dann seht ihr, was wir gemeinsam gemacht haben. Also, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Benutzt es. Könnt ihr mal bei Spark of Phoenix reinschauen, bei dem ich das mal gesehen habe, nebenbei bemerkt. Und da habe ich mich gefragt, wie macht man das? Und dann, ja, einfach mal ein Tutorial gemacht. Also, viel Spaß damit. Euer Eddie Golden Tricks. Ciao.